Was geht ab und herzlich willkommen zu meinem neuesten Testvideo auf meinem YouTube-Kanal. Ihr seid beim Atzenberger und ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und bei mir zuschaut. Denn heute teste ich das hier. Das sind die ersten Bonbons, die ich auf meinem Kanal teste. Und zwar haben wir von Echt Sylter die Briesenklömpjes Rote Grütze Bonbons. Ich hoffe, ich habe das Ganze richtig ausgesprochen. Die Dinger sind auf jeden Fall zuckerfrei und mit Stevia gesüßt und enthalten Vitamin C und Aloe Vera. Wir haben eine 70 Gramm Packung, für die habe ich 2,49 Euro bezahlt und gekauft habe ich das Ganze wie so oft bei World of Sweets. Ja, wer meinen Kanal so ein bisschen verfolgt, der hat vielleicht den Fruchtgummitest von den Sultern Fruchtgummis gesehen, die auch nach Rote Grütze geschmeckt haben und da war ich so begeistert. Als ich jetzt hier diese Bonbons gesehen habe, habe ich gedacht, komm, die probierst du auf jeden Fall auch mal. Ob die genauso lecker sind wie das Fruchtgummi davon, das werden wir jetzt herausfinden. Denn ich würde sagen, wir öffnen jetzt sofort die Packung und probieren mal unsere Bonbons. Denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist der Geschmack. Dann würde ich sagen, es geht los. So, weg damit. Und auf damit, da sind sie schon. So sehen sie aus. Okay. Dann geht's los. Also riechen tun sie schon sehr lecker. Ja. Ich beiß jetzt mal ein bisschen drauf rum. Sehr gut. Also würde ich sagen, die sind wirklich... sagen wir fast so lecker wie die Fruchtgummis. Und die Bonbons schmecken auf jeden Fall gut. Die sind sehr süß, obwohl sie zuckerfrei sind. Also dieses Stevia, wirklich geil. Schmeckt echt total klasse. Richtig lecker. Rote Grütze Geschmack kommt auf jeden Fall raus. Bin ich sehr, sehr begeistert. Würde ich auf jeden Fall nochmal kaufen. Und das Ganze bekommt von mir einen Daumen nach oben. Keinen Doppeldaumen, da fand ich die Fruchtgummis auf jeden Fall noch ein bisschen besser einen Ticken. Aber einen Daumen nach oben ist ja auch eine relativ gute Wertung bei mir. Ihr wisst, der Dreifachdaumen ist das Beste, was man hier erreichen kann. Ich finde den Preis ein bisschen teuer, aber ansonsten sind die Dinger wirklich klasse. Und wie gesagt, würde ich mir auf jeden Fall nochmal kaufen. Alles klar, dann würde ich sagen, dann schreibt mir mal was dazu in die Kommentare, ob ihr diese Bonbons kennt, mögt, schon mal probiert habt oder mal probieren wollt. Wie auch immer, ihr wisst, ich lese alle Kommentare und freue mich über jegliches Feedback zu meinen Videos. Wem das Ganze gefallen hat, einen Daumen nach oben für mich, wem nicht, einen Daumen nach unten. Ihr könnt mich gerne abonnieren und weiterempfehlen. Und morgen gibt es schon wieder ein neues Video auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal rein. Würde ich sagen, bis morgen, haut rein und ciao.